Leute, was geht ab? Und zwar, wir werden hier heute bei S-User ein Skin-Contest mit dabei sein. Wir haben jetzt so eine neue Variante mit Skin-Contest, Leute. Da muss man jede Runde ein neues Thema auswählen. Und heute ist der bewährte S-U-Freund. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie wir uns hier anstellen werden, weil ich habe nur eine Hand und muss das Ganze mit einer Hand irgendwie managen, Freunde. Ich hoffe, wir kriegen das gut hin, aber ich bin zuversichtlich. Leute, ich gebe mir Mühe. Kann ich überhaupt Emotes machen? Ja, warte mal, Emotes kann ich auswählen, aber sehr langsam. Ja, gut, so viele Emotes müssen wir ja nicht machen. Freunde, ich bin gehyped. Wir gucken mal rein, was S-U sagt. Gut, seid ihr bereit? Ja, achso, was hast du gesagt? Das erste noch gar nicht. Jeder stellt sich jetzt erstmal vor seine Kabine hin. Alle bitte aufstellen und vergiss nicht, bei mir ist es Pflicht, ihr müsst eine Spitzhacke haben, ihr müsst einen Backbling haben. Achtet darauf, dass bei mir alles zu sehen ist. Falls es nicht klappt, kann ich auch nichts dafür. Ich werde knallhart euch rauskicken, wenn da irgendwie ein Bug entstehen sollte. Dafür kann ich halt nichts. Und wir starten jetzt mit dem ersten Thema. Wir gucken auf den Chat. Was sagt der Chat? Das erste Thema ist von Isabella. Sie sagt Sommerskins. Ihr habt eine Minute Zeit. Der Timer läuft ab jetzt. Leute, ich weiß, ihr da draußen, ihr wollt überall Fortnite zocken. Egal wie, egal was. Aber kennt ihr das? Ihr seid unterwegs, habt nur ein Handy dabei. Oder ein Tablet. Oder vielleicht habt ihr nur für unterwegs so einen alten Laptop. Ihr habt nicht mal einen Gaming-Laptop, Leute. Und wollt aber unbedingt Fortnite zocken, Leute. Und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Nämlich ganz einfach über das Xbox Cloud Gaming. Damit könnt ihr nämlich sogar auf iOS zocken. Nämlich Xbox Cloud Gaming ist was richtig Geisteskrankes, Leute. Das ist nämlich, ihr zockt einfach übers Internet. Und ihr könnt damit auf allen Geräten zocken, wo ihr wollt. Theoretisch, wenn euer Kühlschrank WLAN hat, könntet ihr theoretisch über den Kühlschrank zocken. Kein Spaß, funktioniert wirklich. Ihr könnt am Handy einfach einen Controller anschließen und übers Handy zocken, überall. Das Einzige, was ihr haben müsst, ist eine relativ gute Internetverbindung. Wenn ihr euch jetzt beim Xbox Cloud Gaming anmeldet, was kostenlos ist, erhaltet ihr sogar eine kostenlose Pickaxe, wenn ihr euch da Fortnite runterladet und spielt. Nämlich das hier, Leute. Das sind nämlich die Duddle Daggers, die es umsonst gibt. Also ihr zockt quasi bei dem Xbox Cloud Gaming einfach übers Internet Fortnite, egal wo ihr wollt, egal auf was für einer Plattform. Sonst, das funktioniert absolut einfach. Solltet ihr auf jeden Fall mal abchecken, Leute. Erster Link in der Beschreibung. Let's go. Oh mein Gott, Leute. Sommerskins, Sommerskins. Was sind Sommerskins? Ihr müsst so richtig herrlichen Sommerskin finden. Bro, das Problem ist, ich habe jetzt so viele Skins. Ich weiß gar nicht, was für Sommerskin. Okay, was sieht sommerlich aus, Leute? Also die Eisprinzessin war es schon mal nicht. Irgendwas hier schön... Boah, das sieht doch sommerlich aus, oder? Vielleicht nicht ganz sommerlich. Ich muss, denkt dran, ich muss schnell sein, Freunde. Ich muss natürlich auch die anderen Varianten, ich muss mal Pickaxe alles auswählen. Boah, wo ist Sommermidas, Leute? Ich weiß nicht, wie Sommermidas heißt. Boah, Sommerskin, Sommerskin. Boah, der wäre sommerlich hier. Guck mal, das Alien. Ich finde den. Bro, ich nehme den sogar, glaube ich. Hier, zack, schön mit Sonnenbrille. Dann hier so ein bisschen, zack. Tanktop hier so, hier so schön weißes Tanktop, Leute. Eine schöne Unterhose. Guck mal, wie geil sommerlich das aussieht. Sommerlicher geht's doch gar nicht, Freunde. Und dazu natürlich eine passende... Boah, ein schöner Maracuja-Spieß, Leute. Let's go. Das sieht doch wunderbar aus. Und dann brauchen wir noch einen Sommer-Backbling. Vielleicht auch so früchtemäßig was. Oder hier so eine Blume. Würde eigentlich auch passen. Sommerliches Backbling. Ich würde mal sagen... Was ist? Oh mein Gott, der Krebs, Leute. Ganz klare Geschichte. Wir haben absolut geile... Warte, warte, warte. Emote müssen wir vielleicht noch auswählen. Hier so, ich finde eigentlich, das passt ganz gut. Grillen passt... Ey, Leute, das passt. Ich sag euch ehrlich, ich bin mit der ersten Kombination echt gut zufrieden. Ich bin gehypt. Mal gucken, was S-U dazu sagt. Die Zeit ist abgelaufen. Alle bitte rauskommen. Ich bin echt gespannt, was für Sommerskins wir gleich sehen werden. Okay, Leute, kommt raus. Dann starte ich schon mal erstmal mit dir. Okay, wir haben hier eine Golfspielerin. Ich würde tatsächlich sagen, das passt jetzt nicht so übertrieben krass zum Sommer, obwohl du hier wirklich so sommerlich angezogen bist. Aber für mich ist das so ein Golfskin. Dein Backbling rettet dich. Spitzhack hier auch mit der Fischkrete. Ich würde sagen, dafür, dass es der erste Skin ist und wirklich von der Farbe passt, so, für mich ist das eher so ein sportlicher Golfer-Skin. Aber trotzdem muss man eigentlich weiterlassen, auch mit der Sommerbrille hier, mit der Sonnenbrille. Doch, kann man schon als Sommerskin gelten. Eigentlich ist sie halt bekannt für den Golfer-Skin. Deshalb habe ich halt auch ein bisschen gerade alles kritisiert. Aber, was hast du denn da bitte genommen? Das ist doch kein Sommerskin. Was ist das bitte für ein Sommerskin? Dein Backbling passt zur Sommer, aber deine Spitzhacke und dein Skin selber, das passt doch null zum Sommer. Du bist eher so ein Grufti-Skin. Damit bist du leider draußen. Raus mit dir. Oh mein Gott, Leute, ich bin so aufgeregt. Das geht jetzt von Runde zu Runde so. Mal gucken, wenn wir ins Finale kommen. Das wäre zu krass. Ich sag euch ehrlich.
Ey Leute, das bockt schon. Also als Teilnehmer ist das echt schon geiler, muss ich sagen, als normaler Skin Contest. Weil man sich halt jede Runde aufs Neue so beweisen kann. Das ist ja, ich meine, so, guck mal, Emote kann ich auch auswählen. Hier, Brutzelmeister, Emote, bam, bam, bam. Let's go, das passt so. Wisst ihr, ich meine, da komme ich safe weiter. Dann habe ich hier die weibliche junge Dame namens Jules in der neuen Variante, Freunde. Sie ist komplett braun gebrannt. Also wenn das nicht perfekt zum Sommerskin passt, dann weiß ich auch nicht mehr. Mit dem Eiseiz Backwing Spitzhacke hätte ich vielleicht was anderes ausgewählt, aber Spitzhacke ist echt schwer bei diesem aktuellen Skin Contest, was wir machen. Du bist auf jeden Fall weiter. Richtig schön. Dann haben wir hier so ein Wassersommerskin. Würde ich auch zum Thema gelten lassen. Spitzhacke hier mit dem Pfannenwender schön am Grill steht sie da, macht uns so saftige Burger. Backwing hätte ich was anderes erhofft, aber ja, kann man weiterlassen. Dann haben wir hier den Eisskin. Wenn man sagt, Thema Eis, passt das natürlich auch zum Sommer. Spitzhacke und Backbling. Backbling passt gut mit dem Pool-Dingens, mit dem Poolreifen. Spitzhacke hätte ich vielleicht was anderes gewollt, aber für die erste Runde reicht das auf jeden Fall. Dann gehen wir hier mal weiter. Auch ein Sommerskin muss man auf jeden Fall auch weiterlassen. Hier mit den Flipflops. Spitzhacke mit den Eiskugeln definitiv weiter. Auch Backbling, schönes Eis ausgewählt, muss man weiterlassen. Und auch sie hier, Freunde, wenn das kein Sommerskin ist, weiß ich auch nicht. Mit dem Flamingo und der Ukulele hinten drauf. Schönen Sommerabend mit der Ukulele spielen, feiere ich. Also ja, wir können auf jeden Fall gerne ein bisschen am Sommerstrand chillen. Dann haben wir hier den Driftskin auch in der Sommerversion. Wenn man den nicht weiterlassen würde, dann würde ich wirklich auch keine Ahnung vom Skin Contest haben, Freunde, weil guckt euch diese Spitzhacke an mit den Melonen und der Ukulele hinten drauf. Muss man auch definitiv weiterlassen. Dann haben wir hier einen Taucherskin. Okay, also ich sag mal so, tauchen kann man nicht nur im Sommer, sondern weiß ich nicht, Bro. Ich sag dir ehrlich, also ich fühle das nicht zu dem aktuellen Thema. Es gibt so viele geilere Skins, deshalb bist du leider für mich draußen, weil ich weiß nicht, es passt nicht so gut. Kilian, es passt leider nicht so gut. Ah, dann haben wir hier unsere, okay, muss man auch natürlich weiterlassen, hier unsere Sommer-Bademeisterin, kennt man natürlich auch von den alten OG-Zeiten. Backbling auch schön ausgewählt, Spitzhacke finde ich nicht so krass, aber den Skin muss man natürlich weiterlassen. Keine Frage, auch das gleiche hier. Hier finde ich die Spitzhacke sogar ein bisschen passender als bei ihr, aber ja, muss man beide weiterlassen, ohne Wenn und Aber. Freunde, Midas, der goldene Midas, Freunde, guckt euch den mal an mit den Sommershorts, Spitzhacke, Backbling, passend zu dem goldenen Midas. Backblink hier, okay, so eine Muschel findet man am Strand, auch hier die Schaufel, vielleicht ist er gerade am Strand, schaufelt ein bisschen, muss man auf jeden Fall weiterlassen, cooler Skin, fühle ich. Auch Alienkopf Larry. Ja, Leute, das Thema ist gerade zu einfach. Hier Spitzhacke mit der Ananas, mit den ganzen Obstsorten, Melonen, Freunde. Melone ist einfach schlicht und einfach Sommer. Melone, ich denke direkt, wenn ich Melonen sehe, denke ich eh immer an Sommer. Von daher, Backbling passt auch richtig gut. Schön am Strand gefunden, die Krabbe. Mega nice. Weiter geht's. Melone, Zitrone, let's go. Wir sind weiter. Den haben wir hier. Bei dir ist es ein bisschen kritisch, muss ich ehrlich sagen. Hähnchenkeule, ja. Hier diese Sonnenblume passt auf jeden Fall, aber ich weiß nicht. Für mich bist du nicht so ein Sommerskin. Weiß nicht. Deshalb bist du leider draußen. Du bist auch alles andere als ein Sommerskin. Du bist eher so ein Auftragskiller. So eine Auftragskillerin, vor allem mit dieser Spitzhacke und dem Backling. Du hast Katana genommen zum Thema Sommerskin. Das passt einfach mal null. Deshalb bist du auch draußen. Okay, Freunde, einige sind rausgeflogen, aber der größere Teil hat es auf jeden Fall geschafft. Deshalb würde ich mal sagen, ihr habt diese Runde überlebt. Die nächste Runde wird ein bisschen kritischer. Geht alle wieder rein. Und ich bin gespannt, wer hier das nächste Thema aussuchen darf. Muss ja auch sagen, erste Runde fängt ja immer einfach an. Das wird ja immer schwerer und schwerer. Safe, safe, safe. Also ich muss sagen, ihr habt das echt gut gemacht. Ich weiß tatsächlich immer noch nicht, wer du sein könntest. Aber Leute, wir gucken auf jeden Fall, welches Thema wir jetzt wählen. Oh, das ist ein krankes Thema. Blitzy sagt einfach Thema Militär. Oh, okay. Ihr habt eine Minute Zeit. Okay, Leute. Thema Militär, Leute. Was nimmt man denn da Militärmäßiges? Das sind... Ja, Alter, der Skin hier, Leute. Das ist ja Militär. Leute, sag ich ehrlich, mehr Militär geht ja gar nicht halt mit denen. Leute, ich mache jetzt erstmal was fertig, wenn wir gleich noch Zeit haben. Dann suche ich gleich noch eine andere Variante aus. Aber hier mit Schrotflinten drauf, das ist eine Freeround für mich. Sag ich ehrlich, das ist eine Freeround. Brauchen wir nicht drüber reden. Militär. Der Skin ist jetzt natürlich nicht der hier noch so eine Rockets. Alter, Leute, guck mal, wie krass das aussieht hier. Wir könnten jetzt natürlich noch einen anderen auswählen. Aber guck mal, wie will er mich rauskicken? Wisst ihr, was ich meine? Er kann mich gar nicht rauskicken. Da können wir auch noch direkt hier ein fettes Emote nehmen. Militär passt auch der Emote, finde ich, nicht so schlecht. Den finde ich auch sehr geil. Und wir könnten eventuell... Was könnte man noch nehmen, Leute? Irgendwie sowas hier. Ja, finde ich nicht schlecht, Leute. Warum nicht? Also ich sag euch ehrlich, easy round für uns mal wieder.
Ich finde jetzt so aber, ey Leute, der passt ab, ich gehe raus. Da brauchen wir nicht, ich will jetzt hier nicht irgendwelche krassen Sachen nehmen, Freunde. Ich könnte jetzt doch wahrscheinlich einen krasseren Skin nehmen, aber das ist eine Freeround für mich. Müssen wir nichts nehmen? Leute, das ist eine Freeround. Brauchen wir nicht überreden, let's go, hier. Okay, Freunde, dann starten wir auch direkt mit der ersten Bewertung. Wir haben hier den Soldaten Kylo Skin. Also wenn der nicht zum Thema Militär passt, dann weiß ich auch nicht. Guckt euch mal hier seine, ja, Pfeile ein bisschen kritisch. Ich hätte vielleicht anderes Backbling genommen, weil, ja, keine Ahnung, bist du als Soldat mit Pfeil und Bogen unterwegs oder was? Backwing scheiß bisschen rein, Spitzhacke ist top und dein Skin ist auch echt gut ausgewählt. Deshalb der nächste hier bitte rauskommen. Ist hier niemand drin oder was? Wen hast du denn genommen? Militärskin sollten wir nehmen. Was hast du dir dabei gedacht? Sie hat so eine Prinzessin einfach genommen. Freunde, was hat sie sich dabei bitte gedacht? Mit so einem süßen Hamster, Spitzhacke auch gar nicht passend. Also damit bist du auf jeden Fall draußen. Schade, Sophie. Das hat ja leider gar nicht gepasst. Sie hat anscheinend keine Militärskins, Freunde. Aber da gehen wir direkt zum nächsten und das passt wie Faust aufs Auge. Guckt euch mal diese Soldatin an. Wenn das nicht passt, dann weiß ich auch nicht. Auch mit dieser Spitzhacke, so eine Hacker-Spitzhacke, Backbling, auch hier mit dem Messer hinten drauf, die Granate. Also du bist bis jetzt der Favorite von mir. Ich bin echt gespannt, was für coole Skins wir auch noch sehen werden. Dann haben wir hier... Ich muss sagen, kurz mal so als Teilnehmer, Militär ist schon echt nicht einfach. Es ist schwer, ehrlich, es ist wirklich schwer. Deshalb habe ich das ausgewählt. Thema. Wirklich schweres Thema hier. Chicken Kopf Larry, ich muss tatsächlich sagen, dein Backbling ist richtig reingekackt. Was ist das? Bist du hier eine Oma geworden, die für uns gleich einen Pullover strickt oder was? Deine Spitzhacke mit der Axt finde ich jetzt... Okay, ist okay. Doch, eine Axt kann ich mir schon vorstellen. Aber dein Skin ist eher so ein Zukunftsskin, so ein Cyborg. Bro, du bist leider für mich draußen, Philipsis. Dann gehen wir hier weiter zum nächsten Militärskin. Oh, guckt euch mal diese zwei Äxte an. Richtig schön. Auch das Backbling mit so einer Sniper als Backbling. Bro, also du bist wirklich so ein Soldat. So ein Sniper-Soldat. Safe bist du in der nächsten Runde. Gehen wir mal weiter zum nächsten Skin. Ja, schwierig. Also doch, du könntest als Soldatin durchgehen, keine Frage. Backbling hätte ich was anderes erhofft. Spitzhack ist auch jetzt nicht so übertrieben krass. Für mich bist du Kippe, deshalb stellst du dich in die Mitte hin. Es kann sein, dass du trotzdem in die nächste Runde weiterkommst. Wir müssen auf jeden Fall den nächsten Skin angucken. Freunde, guckt euch den an. Wenn der nicht als Soldat durchgeht, dann weiß ich auch nicht. Schönes Backbling, auch mit der Granate und mit dem Messer. Wirklich schön ausgewählt. Skin selber auch übertrieben krass. Der heißt, glaube ich, sogar Soldat. Als Spitzhack hätte ich wirklich was anderes gewollt, aber dein Skin und dein Backbling retten dich so übertrieben krass. Deshalb bist du auf jeden Fall in der nächsten Runde. Dann haben wir hier den goldenen Gunner-Skin. Freunde, Gunner ist ja selber sogar bekannt als Soldat. Von daher müsste man wirklich auch sagen, richtig schöne Kombination. In Gold diesmal ausgewählt. Ritterschild ist ein bisschen kritisch. Man könnte vielleicht sagen, okay, er ist so ein krasser, adliger Soldat, der wirklich einen hohen Rang hat. Spitzhacke passt. Also es passt rein optisch wirklich gut alles zusammen. Aber zum Thema Soldatenskin hätte ich vielleicht eine andere Spitzhacke und ein anderes Backbling gewollt. Trotzdem reicht das auf jeden Fall für die nächste Runde. Dann haben wir hier unseren... Oh, das ist ein OG-Skin. Ich weiß gerade nicht mal, aus welchem Battle Pass. Ich glaube, Battle Pass 6 oder 7 war das oder sogar 8. Aber muss man auf jeden Fall auch weiterlassen. Hier unser Soldat Backbling auch von ihm passt richtig gut. Obwohl das zum Skin selber... Also das Backbling gehört sogar zum Skin selbst. Seine Spitzhacke ist okay. Hätte ich vielleicht eine andere Spitzhacke erhofft. Aber das reicht auf jeden Fall für die nächste Runde. Dann haben wir hier... Wir haben tatsächlich sogar zweimal den gleichen Skin. Deshalb kommst du direkt erstmal dort rüber. Weil du hast mir eh schon nicht so gut gefallen. Gehen wir mal rüber hier. Da haben wir hier, ja Freunde, guckt euch diesen Soldaten an. Also da habe ich schon, bei dem habe ich das schon richtig gelobt. Aber hier, der sieht sogar ein bisschen cooler aus, weil die Spitzhacke sogar richtig krass passt. Guckt euch diese Raketen an. Er geht aber als Soldat mit den Raketen und seinem Backbling. Diese Schusswaffe, Leute. Das ist wirklich auch ein richtig geiler Skin. Der Zweitplatzierte finde ich sogar. Der Erstplatzierte ist dort drüben gewesen. Hier diese Soldatin. Du bist für mich mein zweiter Favorit. Richtig geil. Krass, Leute. Platz, zweiter Platz, Alter. Hätte ich nicht gedacht. Ey, krasse Leute sind hier am Start. Ich würde mal sagen, das war's. Dann komme ich mal zu euch beiden. Einer von euch beiden kommt nur weiter. Da muss ich mir ein bisschen hier alles nochmal genau angucken. Ich muss tatsächlich sogar sagen, beide fühle ich nicht so übertrieben krass. Wisst ihr was? Ihr dürft jetzt abstimmen. Du kommst jetzt mal hier auf diese Seite. Und du kommst auf diese Seite. Diejenigen, die hier am Start sind, die Teilnehmer, dürfen sich jetzt auf eine Plattform hinstellen und die Person kommt weiter. Beeilt euch, ihr habt kurz Zeit, stellt euch zu der Seite, wo ihr sagt, die Person hat es verdient, weiterzukommen. Hier sind drei gerade, vier. Okay, damit bist du leider draußen, es sei denn, du machst jetzt ein Emote, was richtig krank ist. Mach einen krassen Emote. Was ist dein Emote? Du musst auch Emote machen. Bro, was ist das? Putzt du gerade oder was? Bist du in der Bundeswehr und putzt für die anderen oder was? Damit bist du leider draußen.
Ich wollte nur gucken, wie die anderen abstimmen. Aber das mit der Flagge hatte ich gerettet. Blondes Gold 1 ist damit leider draußen. Okay, Leute. Wir haben 7 Leute gekillt. Die Hälfte ist schon fast weg. Deshalb das nächste Thema macht euch ready. Was für ein Thema bekommen wir jetzt? Also, noch nicht auswählen. Aber Boris sagt unter anderem Business Skins. Ja. Valentinstag Skins. Star Wars Skins. Noch nicht irgendwie was richtig Geiles dabei, wo ich sage, boah, darauf habe ich Bock. Aber ich habe Bock auf was richtig Schlichtes. Wir hatten gerade was Schwierigeres. Deshalb nehmen wir jetzt von Monkey Tom Tiere. Einfach Tierskins will ich haben. Und vergiss nicht, Leute, es muss ein Tierskin sein. Wenn das jetzt irgendwie was Außerirdisches ist oder irgendwie ein Kostüm. Ich achte drauf. Wenn das ein Kostüm ist, seid ihr für mich draußen. Okay, Leute, jetzt geht's weiter hier. Tierskin hat er genommen. Tierskin wie ein Bär. Ich finde, Bär ist eigentlich classy. Vielleicht noch eine coole Pickaxe dazu. Ja, eine Tier-Pickaxe ist relativ schwierig. Ich will natürlich auch, dass es irgendwie passt zum Skin. Ey, guck mal hier. Oh mein Gott, wie geil das passt, Leute. Ein Bär, dazu diese Pickaxes. Und Backblink, finde ich, sieht auch nice aus. Geil. Kann man machen, Leute. Ich finde, es sieht sehr nice aus. Gute Kombination, die wir hier diesmal haben. Ja, guck mal, die haben hier so viele Hühner-Skins und so. Aber ich habe schon so ein bisschen was, sag ich mal, was halt keiner ausgewählt hat, so. Und mit den Pickaxes, die auch sehr besonders sind. Emote, oh, Emote haben wir noch nicht ausgewählt. Stimmt, 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 stimmt. Das ist gar nicht gut. Emote, scheiße. Warte, ist egal, wir werden so weiterkommen, wir werden so weiterkommen. Ich habe jetzt kein Emote. Scheiße. Wir starten hier direkt mit unserem Kylo-Skin. Der hat jetzt zweimal Kylo genommen. Einmal in der Soldatenvariante und einmal hier als so mein Hundeskin. Backbling passt auch richtig gut hier mit dem Fisch. Spitzhacke. Boah, die Spitzhacke passt echt gut zu dem Hund. Leute, ihr wisst, Keule, Skelett, so Hundeknochen. Ich wollte eigentlich auf Knochen, nicht auf Skelett hinaus. Und der hat hier so einen Knochen einfach am Start. Deshalb direkt weiter für mich. Der nächste. Oh, ein Fuchskin, das erinnert mich direkt an unseren Foxy, hat ja auch so einen Knochen als Hähnchenkeule hier am Start, auch Backbling, ein Tier ausgewählt, den Fuchskin, das passt auch richtig gut, wie Faust aufs Auge. Also der hier ist wirklich krank, ich bin echt gespannt, wer das gerade ist. Letzte Runde hat er mich schon wirklich vom Hocker gehauen, war auf dem ersten Platz, war mein Favorite, jetzt gerade wieder wirklich guten Skin ausgewählt. Dann habe ich hier Chicken Kopf Larry, die meisten nehmen einfach diese Hähnchenkeule, um quasi einen Free Round zu haben. Auch der Hundeskin, richtig schön passend zum Thema ausgewählt, du bist auf jeden Fall weiter. Dann haben wir unser Fischskin. Das war klar, dass irgendjemand den Fischskin nimmt. Auch hier als Backbling unser Babyfisch. Spitzhacke passt auch. Du bist auch in der nächsten Runde. Dann haben wir hier das Monster. Monster, Thema Tier. Monster ist eigentlich kein richtiges Tier, ja. Aber lass ich auch durchgehen, ausnahmsweise. Wäre ein bisschen unfair, wenn ich dich jetzt kicken würde. Guck mal, zum Beispiel bei dem hier, das ist halt ein Kostüm. Ich habe extra sogar gesagt, achte darauf, dass es kein Kostüm ist. Und bei dir sieht man leider, dass das ein Kostüm ist. Deshalb bist du leider draußen. Es ist Pomelone. Wahrscheinlich hat er keinen anderen Skin gehabt. Ich habe extra gesagt, Leute, achtet darauf, dass es kein Kostüm-Skin ist. Und bei dir hat man gesehen, dass das ein Kostüm war. Fisch-Skin wieder in der Piraten-Variante. Richtig cool. Backling und Spitzhacke auch richtig nice. Das ist sogar von dem Skin. Aber bei dem Skin konnte es achten wir natürlich nicht darauf, dass es vom Set ist oder nicht. Weil es ein bisschen schwieriger ist und man nur eine Minute hat. Fisch, du bist auf jeden Fall weiter. Dann kommen wir zu dem Bären. Den habe ich auch übertrieben lange nicht mehr gesehen. Hier mit den Fischen passt auch so ein Bär. Ist auf jeden Fall immer auf Jagd und sucht natürlich Fische. Richtig schön. Spitzhacke. Backbling hätte ich vielleicht was anderes gewollt, aber das reicht auf jeden Fall für die nächste Runde. Deshalb seid ihr alle weiter. Ja, let's go! Ab geht's zur nächsten Runde, Leute. Let's go! Oh, Sophie hat einen guten Vorschlag gemacht. Hier werden einige rausfliegen, aber wir müssen auch leider einige rauskicken, Leute. Und zwar wählen wir jetzt OG-Skins. Ich habe Bock auf OG-Skins. Viele von euch, die jetzt neu gestartet haben, werden leider keinen OG-Skin haben, was ein bisschen unfair ist, aber da könnt ihr euch bei Sophie bedanken, Leute. Deshalb OG-Skins bitte einmal kommen. Let's go! So, Leute, Thema ist OG-Skins. Da werden wir natürlich den schwarzen Ritter nehmen. Das Ding ist, Leute, ich könnte jetzt natürlich auch Renegade Raider nehmen. Aber ich will nicht Renegade Raider nehmen, weil ich glaube, SU wird mich wird dann direkt wissen, wer ich bin. Und das wäre halt ein bisschen langweilig. Deswegen, wie heißt die Pickaxe, Leute, von John Wick? Bleistift oder so? Ja, Bleistift. Ich sehe, geil, geil, geil. Okay, Plus geht raus. So, jetzt brauchen wir noch einen OG-Emote. Müssen wir nicht drüber reden, Leute. Orange... Justice, Leute, heißt das so, ne? Das sind OG-Emotes, muss ich drüber reden, Leute. Zack, das ist mehr OG geht nicht. Also wenn ich jetzt gekickt werde, fresse ich 3 Besen, sag ich ehrlich. Dann fresse ich 30 Besen. Loser-Tanz, sonst was, Leute, besser geht's nicht. Wir haben hier, ah, guck mal, da hat auch jemand einen schwarzen Ritter. Nein, er hat auch den schwarzen Ritter. Was soll das denn? Wir haben hier den Knock-Ops-Skin, Leute, Knock-Ops.
die guten alten Winterzeiten. Also wenn Knock Ops nicht hier OG ist, dann weiß ich auch nicht. Vor allem hier komplett weihnachtlich gehalten. Backlink passt wie Faust aufs Auge, Spitzhacke auch richtig gut. Du bist in der nächsten Runde definitiv. Dann haben wir hier die männliche Version von Recon Expert mit der Sichelspitzhacke. Wenn das auch nicht OG ist, dann weiß ich auch nicht. Auch das Backlink. Das Lustige ist, diese Sichel hatte ich damals nicht. Ich weiß noch, wie jeder Streamer und YouTuber diese Sichel einfach gespielt hat. Und ich war der einzige gefühlt, der diese Sichel nicht hatte, Leute. Es hat mich so aufgeregt. Du bist auf jeden Fall auch weiter wegen Nostalgiegründen. Ja, dann gehen wir hier rüber zu dem alten Omega-Skin. Oh mein Gott, das ist auch wahrscheinlich eine ganz einfache Runde. Ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele einfach OG-Skins haben. Schöne Spitzhacke, die leider nicht OG ist, aber muss ja auch nicht sein. Trotzdem, das passt optisch wirklich gut. Backbling auch richtig schön ausgewählt. Die erste Stufe vom Omega-Skin, wirklich, wirklich nice. Oh, bei dir ist das schon ein bisschen kritisch. Also, ich würde nicht sagen, dass jeder dich als OG-Skin wahrnimmt. Du bist irgendwie Season 7, Season 8 rausgekommen das erste Mal. Ich weiß noch sogar, wo ich das erste Mal ein Video von dir gemacht habe, von diesem Skin. Deshalb bist du leider für mich ganz kritisch hier unterwegs. Kippe erstmal. Stell dich bitte dort hinten hin. Freunde, Captain Blaumütze, OG, schlechthin. Mega nice, Spitzhacke Backlink, bisschen reingeschissen. Aber das reicht, also Freunde, Captain Blaumütze, das reicht auf jeden Fall. Der schwarze Ritter, Spitzhacke auch richtig nice. Backlink auch vom normalen Ritter. Finde ich cool, dass du nicht das schwarze Backlink genommen hast, sondern einfach mal eine andere Variante. Fühle ich auf jeden Fall auch weiter, schwarzer Ritter. Dann habe ich hier den nächsten schwarzen Ritter mit John Wick als Spitzhacke und Backbling auch von sich selbst. Bist natürlich auch weiter, muss man nicht drüber reden. Und leider müsstest du dann dafür rausgehen, leider. Astro Blitz, damit bist du draußen. Und wir gehen in die nächste Kategorie. Wir nehmen das Thema gruselige Skins. Darauf habe ich auch richtig Bock. Achtet darauf, dass das nicht irgendwie Richtung Fasching oder Halloween geht, okay? Weil bei Halloween kann man sich auch irgendwie, ich sag mal, als irgendwie Maskierten verwandeln oder umziehen oder verkleiden, ohne dass das gruselig aussieht. Ich will wirklich gruselige Skins sehen. Ich gebe euch einen Tipp, achtet darauf, wenn ich zum Beispiel auf der Straße entlang gehe und diese Person in der Nacht sehen würde, hätte ich vor dieser Person Angst, hätte ich vor dieser Kreatur Angst. Darauf müsst ihr achten. Ob ich vor dieser Kreatur Angst hätte oder nicht. Wenn ihr jetzt irgendwie Ghoul Trooper oder so nimmt, dann würde ich sagen, ey, das ist ein Fasching-Skin. Ihr seid raus. Achtet darauf, wie gruselig ist das Skin. Ganz einfach. Oh mein Gott, Leute, ich konnte jetzt gerade gar nichts sagen, weil das so schnell ging. Oh mein Gott, ich konnte jetzt nicht so schnell gehen. Aber, ich muss sagen, ist okay, ist okay. Wir haben jetzt nicht die beste Kombi. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob welche den Skin haben. Ich habe den von letzter Runde jetzt kopiert. Den hat nämlich jemand bei mir genommen. Ich finde, ich glaube, der hat keinen anderen genommen. Ich finde auch, die Pickaxes sind sehr, sehr böse. Ey, Leute, ich muss so schnell auswählen, ne? Alter, aber neben mir der Skin, der sieht auch so krass aus. Wer ist das neben mir? Bro, der hat so eine krasse Skins immer. So, Freunde, unser erster Kandidat kommt immer nach 30 Sekunden raus. Das ist wirklich mega nice. Ihr habt noch 20 Sekunden, macht euch ready, kommt bitte nach 20 Sekunden raus. Und hier Predator Skin, muss man wirklich nicht drum um den heißen Brei reden. Hundenapf als Backbling würde ich jetzt nicht krass auswählen, so als Predator Skin. Aber deine Spitzhacke passt richtig gut, du bist auf jeden Fall in der nächsten Runde. Dann haben wir hier, boah, den Vampir Skin muss man auch auf jeden Fall weiterlassen. Vor allem mit dieser Spitzhacke und mit diesem gruseligen Teddybär, Leute. Wenn das keine Runde weiterkommt, dann weiß ich auch nicht, du bist auf jeden Fall mega gruselig. Oha. Der Stranger Things. Das Stranger Things Monster. Spitzhack und Backbling richtig reingeschissen. Backbling, okay, könnte man auf jeden Fall nochmal darüber diskutieren. Aber die Spitzhack ist echt nicht rein. Es ist nicht gut, Bro. Die Spitzhack ist wirklich nicht gut. Deshalb bist du für mich jetzt kritisch. Wie gesagt, in den ersten Runden wärst du direkt safe weiter. Aber jetzt muss ich auch auf Spitzhack und Backbling achten. Deshalb bist du für mich erstmal Kippe. Fräulein Dracula. Auf jeden Fall mega gruselig. Also wenn die dich in der Nacht begegnet, dann denkst du auch, okay, die will an dein Blut, die will dir dein Blut wegsaugen. Deshalb Spitzhacke Backbling auch mega nice. Ich soll keine Emotes machen. Du bist auch weiter. Das Monster hier, Leute, mit der Riesenzunge. Also das Monster sieht auch übertrieben gruselig aus. Spitzhacke und Backbling sogar übertrieben schön ausgewählt. So hier dieses Magie-Backbling, voll nice. Auch diese Keule als Spitzhacke mit den Magiefäusten hier. Wirklich richtig gut. Vor dir hätte ich Angst. Gehen wir mal weiter. Oh, der brutale, böse Batman-Skin. Vor dem hätte ich auch richtig Schiss. Guckt euch mal seine Zähne an. Wenn der nicht gruselig aussieht, dann weiß ich auch nicht. Spitzhacke mit diesem Monster-Dino-Gebiss. Auch richtig krass. Backbling nicht so übertrieben krass. Ist okay. Also, trotzdem ist das ein richtig cooler Skin. Muss man auf jeden Fall auch weiterlassen. Ja, Leute, wir sind weiter mit dem nächsten Skin. Oh mein Gott. Aber von unserem Predator müssen wir uns verabschieden. Let's go. Weg mit dir. So, Freunde, es kommt jetzt eine neue Regelung dazu. Es wird jetzt immer einer rausfliegen.
egal wie gut ihr seid, ich werde dann euch mit den anderen vergleichen. Oh, einer fliegt in der nächsten Runde raus. Es ist jetzt, ab jetzt fliegt immer jeder raus. Einer fliegt jetzt jeder raus. Und wir entscheiden uns für die nächste Runde. Es ist, wir nehmen das Thema sportliche Skins. Thema Sport. Sportliche Skins, achtet auf Spitzhacke und Backbling. Es wird immer härter und härter, Leute. Einer fliegt safe raus. Es kann natürlich auch mehrere Leute gleichzeitig rausfliegen. Aber die Regelung, dass einer rausfliegt, ist halt safe drin. Und wenn er richtig reinkackt, dann könnt ihr auch ohne diese Regel rausfliegen. Sportliche Skins, muss ich sagen, an dieser Stelle ist mal ein geiles Thema. Jetzt ehrlich oder ironisch? Nee, ich finde es geil, Bro. Weil wir haben jetzt unterschiedliche... Ich will gar nicht zu viel verraten, aber ihr könnt euch wahrscheinlich darunter vieles vorstellen. Deshalb bin ich echt gespannt. Die Zeit läuft. Ihr habt noch 30 Sekunden laut meinem Handy. Und wenn ich direkt ein Thema rauskristallisiere, ja, dann Pluspunkte für euch. Wenn ihr jetzt aber irgendwie einen Skin habt, wo ich sage, okay, der ist ein bisschen sportlich angezogen, aber ja, was soll das sein? Das könnte alles sein. Dann sieht es nicht gut aus für euch. Oh mein Gott, Leute, das geht immer so schnell. Ich kann gar nicht so richtig reagieren. Aber wir haben eine gute Kombi. Weil ihr wisst ja, ich bin auch einarmiger Bandit. Ich muss aber sagen, sieht sehr, sehr krass aus. Ich habe auch noch ein geiles Emote genommen mit dem Ball, finde ich. Ich muss sagen, Leute, ich glaube, das ist unsere Runde. Wir haben einen der sportlichsten Skins überhaupt. Let's go, Alter. Ja, Touchdown-Emote könnte man nehmen. Oh mein Gott, aber ich glaube, wir kommen auch so weiter. Ich kann jetzt nicht mehr reingehen. SU kommt schon, ich kann nicht mehr reingehen, Leute. Ich kann nicht mehr reingehen. Wir starten direkt mit Marco Reus. Oh mein Gott, der ist wirklich gut. Ich bin echt gespannt, wer das ist. Also Marco Reus, muss man weiterlassen. Das ist Free Win, Leute. Easy peasy, Backbling passt auch gut. Vielleicht hättest du irgendwie so einen Ball oder so als Backbling nehmen können. Hätte vielleicht ein bisschen besser gepasst. Aber es passt von den Farben. Freunde, hier auch diese Spitzhacke. Rot, schwarz, gold, einfach Deutschlandflagge oder was als Spitzhacke. Gehen wir mal weiter. Du bist auf jeden Fall weiter. Richtig schöner Skin für das Thema. Voll gut. Dann haben wir hier unseren ersten Wrestler-Skin. Spitzhacke, Backbling. Backbling ist ein bisschen reingekackt. Spitzhacke ist okay. Aber Wrestler-Skin, doch, muss man auf jeden Fall weiterlassen. Ich lasse dich weiter. Gehen wir mal rüber, Freunde. Wir haben noch 5 Kandidaten hier. Wen haben wir hier? Also, du bist sportlich angezogen, aber es gibt so viele coolere sportliche Themen. Zum Beispiel hier, wir hatten einen Fußball-Skin, wir hatten einen Wrestler-Skin. Ja, du könntest einfach so eine Joggerin sein, aber bei dir sieht es gar nicht gut aus. Stell dich mal bitte in die Mitte hin. Dann haben wir hier unsere Golfspielerin. Backbling ist jetzt okay. Spitzhacke mit dem Baseball. Du bist eher so eine Golfspielerin. Du bist für mich keine Baseballspielerin. Du bist für mich auch Kippe, deshalb einmal bitte in die Mitte. Und dann haben wir hier unseren Baseballspieler. Keine Frage, Leute. Baseballschläger in der Hand. Backbling auch ein Baseball. Auch wenn das... Obwohl, das ist gar nicht vom Set. Das ist gar nicht von dem Skin. Das ist, glaube ich, von dieser Spinelli, von der weiblichen. Und deshalb doch mega geiler Skin. Richtig schön ausgewählt. Cooler Skin. Coole Kombination. Du bist auf jeden Fall weiter. Geil, Leute. Wir sind weiter in der nächsten Runde. Aber ich muss auch sagen, schnell. Ey, das Respekt an die Leute, die da vorne stehen, die echt sehr, sehr schnell sein müssen. Ich bin gar nicht so schnell, Leute. Bei euch beiden muss ich wirklich sagen, ich muss euch beide rauskicken. Ihr seid beide leider nicht gut. Ihr seid beide leider nicht gut. Ach, das war sogar Trinan. Schade. Ich weiß, dass Trinan nicht so viele Skins hat. Schade. Ärgerlich, Bro. Aber, ja, trotzdem, gute Idee gewesen. Hättest vielleicht einen Golfschläger oder so nehmen müssen. Aber wir sind jetzt mittlerweile im Finale. Deshalb, das nächste Thema wird sein. Thema, kommt, ich will noch ein paar Vorschläge sehen. Bro, ich sag dir aber echt, so viele Skins ist Vorteil und Nachteil zugleich. Ja, das ist echt, Bro, das schon macht hart. Macht Bock zum Casten und ich kann mir auch vorstellen, das macht auch Bock für euch. Ja, es bockt doch, es bockt doch. Jetzt das Thema, oh mein Gott, das wird krass, darauf habe ich Bock. Wir nehmen das Thema Beruf. Einfach Thema Beruf. Stellt euch was Cooles darunter vor. Zeigt, was ihr drauf habt. Monkey Kinan mit dem Thema Beruf. Da bin ich echt gespannt. Es muss auch ein bisschen härter hier werden, ne? Oh eine mein Minute habt ihr Gott. Zeit. Ab jetzt. Also, Thema Raw, Beruf. Ich sag ehrlich, ich glaube, da will ich alle auseinandernehmen. Sicher? Safe, 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 safe. Okay, da bin ich gespannt, Bro. Oh mein Gott, Leute. Thema Beruf haben wir schon alle auseinandergenommen jetzt gerade. Geil, 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 geil. Warte mal, da habe ich noch einen geilen Emote. Das hier, Fernglas. Zack, ich bin Detektiv, Leute. Zack, der Detektiv, der ermittelt. Wie geil ist das bitte, Mann? Wie geil ist das, Leute? Ich bin der Beste in Skin-Contest. Ich werde gewinnen. Wir haben hier den ersten Skin, Leute. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen analysieren, was er sein könnte. Er hat hier einen Hammer in der Hand. Spitzhacke passt jetzt nicht wirklich zu seinem Outfit. Er könnte so ein Banker sein. Wisst ihr, so ein Banker, so ein Businessberater, so ein Immobilienmakler. Deshalb Spitzhacke. Ich weiß, er hat das so ein bisschen auf häusliche angelehnt quasi. Zeig mal dein Backbling. Was hast du als Backbling hier genommen? Dein Backbling passt jetzt auch nicht so krass. Ich meine, du hast dich selbst hier als Backbling genommen. Aber wir haben ja das Thema Beruf, Freunde. Deshalb kann ich bei dir noch keine endgültige Meinung hier äußern. Ich muss erstmal die anderen Skins angucken. Wen haben wir hier?
Sie hat eine Gitarre in der Hand. Sie könnte so eine Lehrerin sein. Sie ist eine Lehrerin! Oh mein Gott, Mann! Wie geil! Hier mit dem Taschenrechner als Backbling, die Gitarre hier als Spitzhacke. Sie ist 1:1 eine Lehrerin, Freunde. Bei ihr sieht man das sofort. Wirklich richtig gut. Wen haben wir da hinten? Ist das ein Detektiv? Das ist einfach ein Detektiv, Freunde. Mit der Spitzhacke, mit der Lupe hinten. Als Spitzhacke die Lupe. Dann als Backbling haben wir hier auch so einen Detektor oder irgend so ein Gerät, womit er wahrscheinlich gleich irgendwelche Beweise ermitteln kann. Voll nice, Freunde. Detektiv und Lehrerin sind auf jeden Fall in der nächsten Runde. Und das erklärt sich dann von selbst, oder, Freunde? Du bist damit draußen. Und ich kann mir halt vorstellen, der rechte ist safe, Stani. Der linke ist vielleicht Dave, wenn er wieder mitmacht. Ich weiß es nicht. Deshalb, Leute, vielleicht kommen wir jetzt schon... Doch, wir müssen jetzt sogar zum Finale kommen, weil ich habe gesagt, jede Runde fliegt einer raus. Deshalb, Freunde, wer wird hier der Sieger sein? Stani ist safe, der Detektivskin. Deshalb brauche ich jetzt wirklich ein geiles Thema, Freunde. Das ist so ein Hammer-Skin-Contest. Es macht Spaß, dieses Format. Das macht mir wirklich Bock. Welches Thema nehmen wir? Finale. Freunde, zwei ganz starke Finalisten hier am Start und ich brauche ein geiles Thema. Ich brauche wirklich ein Thema, wo beide richtig ins Schwitzen kommen. Kommt mal beide bitte raus. Ich will, dass es fair ist. Ich will, dass es fair ist, deshalb, weil Stani hat alle Skins, ja? Und deshalb, wenn ich jetzt in irgendein Thema auswähle, wo er nicht mithalten kann, dann gewinnt halt Stani zu 100%. Wir werden jetzt ein Thema auswählen, wo beide zustimmen müssen. Falls einer Nein sagt, seid ihr... Natürlich dann, wir müssen das so machen. Nein, das machen wir so, Bro. Also, ja bedeutet, ihr guckt nach oben. Nein bedeutet, ihr guckt nach unten, okay? Als Beispiel, einfach sagt jetzt einmal ja, deshalb guckt ihr beide nach oben. Ja, sehr gut. Gut, welches Thema nehmen wir jetzt? Wir nehmen mal Thema Rentner. Seid ihr einverstanden mit Thema Rentner? Bist du einverstanden mit Thema Rentner? Er ist einverstanden. Bist du auch einverstanden? Dann guck nach oben. Okay, Leute, wir nehmen das Thema Rentner. Finale, wir nehmen das Thema Rentner. Ich bin echt gespannt, was für Rentner-Skins wir gleich zu Gesicht bekommen werden. Let's go! Ihr habt eine Minute Zeit. Abfahrt. Okay, Leute, Thema Rentner. Dann nehmen wir natürlich den Kollegen hier. Zack, die Zuckerstange, Leute. Ich muss nur noch einen Backbling hier. Guck mal hier, zack, so ein Dino als Backbling. Und als Pickaxe, Leute, nehmen wir hier, zack, diese Gabel hier, Leute. Ich finde den Skin eigentlich ganz nice. Ich sag ehrlich, wir müssen vielleicht noch gucken, weil das sieht halt, guck mal, das ist doch ein Rentner, Leute. Das ist ein rüstiger Rentner, Leute. Das ist so ein edler Rentner. Hier, zack, noch ein geiles Emote, Leute. Das war's. Okay, ich glaube, das Finale habe ich gewonnen. So, dann beide bitte einmal zur Mitte kommen. Okay. Wir starten mal links mit der Bewertung, ja? Also ich habe mir tatsächlich andere Skins vorgestellt gehabt, aber wir starten jetzt mit der Bewertung. Hier linke Seite haben wir so einen Hexer-Skin, auf jeden Fall ein bisschen auf Rentner angelehnt hier mit seinem Bart. Backblink hier hatte so eine Rabe drinne, Spitzhacke. Ja, ich würde sagen, das ist so ein Hexer-Skin für mich. Ich weiß nicht, ob ich wirklich dich zum Rentner... Bro, es ist schwierig. Auch bei dir Zuckerstange. Ich weiß, auf was du hinaus wolltest. So hier mit dem Schnurrbart. Rentnermäßig unterwegs wegen dem Hut. Backbling hier mit dem Monopoly. Dinosaurier, Spitzhacke, Funwender. Ich finde euch beide schlecht, muss ich wirklich sagen. Ja, dann mach neue Runde. Dann mach neue Runde, aber... Ich finde beide schlecht. Ja, Rentner ist halt auch schwierig. Wie definierst du denn einen Rentner, Bro? Das ist das Ding, Digga. Ja, das ist halt schwierig zu definieren. Keine Ahnung. Das ist das Finale. Ja, beide einfach los. Chat schreibt auch gerade. Wisst ihr was? Der Chat darf abstimmen. Ich werde jetzt eine Umfrage machen. Wer hat gewonnen? Wir müssen fair bleiben, Leute. Wir machen jetzt nicht ein neues Thema. Und deshalb... Ja, Bro, das ist aber nicht fair, weil, guck mal, du kannst nicht Abstimmung machen, weil alle für mich voten werden, glaube ich. Viele, weißt du? Ich mache ja die Abstimmung bei mir. Ja, aber es wäre trotzdem für den anderen unfair. Ja, bist du einverstanden, dass ich die Bewertung mache? Du darfst das jetzt entscheiden. Wenn du sagst, nee, wir sollen nochmal machen, dann... ich zunächst einmal, für bist den du... fair machen. Also, keine Abstimmung, richtig? Dann guck nach unten, wenn wir keine Abstimmung machen. Okay, er will keine Abstimmung. Bei mir haben alle geschrieben, links, du wärst weitergekommen. Aber schade. Du wärst auf jeden Fall weiter, weil alle haben gerade geschrieben, links, links, links. Du wärst safe weiter. Pech gehabt. Deshalb ein neues Thema. Wir nehmen das Thema Koch. Let's go. Koch. Das wird interessant. Darauf habe ich Bock. Und jetzt wird es einen Sieger geben, auch wenn ihr beide reinkacken solltet, okay? Ist mir scheißegal. Ihr werdet jetzt euch entscheiden müssen. Ihr habt noch 20 Sekunden. 23 Sekunden. Jetzt habt ihr noch 20 Sekunden.
So, Leute, meine Damen und Herren, wir haben hier auf der linken Seite unseren, schon wieder, du hast wieder einen Hexer-Skin genommen. Und hier rechts haben wir unseren Teigwaren-Skin. Deshalb, ich starte jetzt erstmal mit dir. Ich starte mit dir. Freunde, wir haben hier diesen Hexer-Skin, der hat sogar tatsächlich das Backbling von vorhin genommen aus der letzten Runde. Spitzhacke hat er auch nicht geändert, aber schwierig. Also man sieht hier die Pilze auf jeden Fall. Du könntest hier als böse Hexe durchgehen, die gleich was kocht für uns. Aber das ist nicht der typische Kochskin. Bei dir hätte ich wirklich was anderes erwartet. Hingegen hier muss man tatsächlich sagen, Backbling mit dem Teigdingens, Teigknödel drin. Spitzhacke hatte auch so einen Schneebesen. Also schade, kein starkes Finale für mich. Deutlich, eindeutig hier der Rechte der Sieger, Leute. Stimmst du auch mit der Niederlage ein? Wenn ja, akzeptiert das. Damit ist Stani der Sieger, Leute. Aha. Ich hab trotzdem ein Max-Song gewonnen. GG, Digga. GG. Muss man sagen, hätte er in der letzten Runde gesagt, ey, der Chat darf bewerten, dann wäre er safe der Sieger gewesen. Ich hätte einfach alle rübergeschickt und hätte gesagt, die sollen für mich voten. Bro, so einer bist du also. Leute, so habt ihr gesehen, was für ein ekliger Typ da ist? Bro, ich sag dir ehrlich, Zuckerstein ist doch voll rentnermäßig. Und schreibt mal unten in die Kommentare, was für Themen wir haben. Das Leute, das war's gewesen. Ich habe mal wieder ein Skill-Contest gewonnen, Leute. Das war knapp gewesen. Aber wir haben es doch geschafft zum Ende. Das war's gewesen. Lasst ein Like und ein Abo da. Checkt die Jungs ab. Tschüss, bitte.